Ich möchte euch heute etwas über eine Idee erzählen, die sehr wirkmächtig ist. Deswegen ist es wichtig, dass man sie kennt. Diese Idee heißt Ruski Mir. Das kann man auf Deutsch als russische Welt oder auch russischer Frieden übersetzen. Warum diese Idee oder dieses Konzept so wirkmächtig ist und weshalb es sehr wichtig ist, wenn man Putin und seine Außenpolitik verstehen möchte, versteht ihr sofort, wenn ihr euch dieses Video bis zum Ende anschaut. Ruski Mir ist nämlich eine Erzählung, die in Russland fast alle und in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion auch fast jeder und jede kennen. Deshalb kann Putin diese Erzählung so gut nutzen, um seine Politik zu begründen und UnterstützerInnen zu mobilisieren. In Deutschland kennt diese Erzählung fast niemand. Vielleicht gibt es bei uns deshalb auch so viele Missverständnisse oder vermeintlich Rätsel darum, was Putin will. Also, seid ihr bereit? Los geht's! Ruski Mir gibt es als Idee schon lange und wird im 19. Jahrhundert als sakraler Raum verstanden, in welchem eine spirituelle und kulturelle Einheit aller ethnischen Russinnen und Russen sowie aller russischen Gläubigen erstrebt wird. Es handelt sich um die Idee eines über Grenzen hinweg bestehenden Russland, der sogenannten Heiligen Rus. Dieser Raum russischer Orthodoxie geht mit der Entstehung der russischen Nationsbildung einher, die unter anderem als eine Reaktion auf die gesamteuropäische Herrschaftskrise nach der Aufklärung verstanden werden muss. Die damit verbundene imaginierte Volksgemeinschaft soll über soziale Gruppen hinwegsehen und durch eine neue Religiosität zusammengehalten werden. Gleichzeitig versteht sich diese neue Nation in Abgrenzung zum Rest Europas, vor dessen verderblichen Einflüssen es sich zu schützen gilt. Das soll durch den orthodoxen Glauben, die Liebe zum Zaren, einer gemeinsamen russischen Geschichte sowie eine gemeinsame sakrale Sprache gelingen. In der Tat wird die russische Sprache als Medium zu Gott und somit als Medium verstanden, mit welchem Fakten Wahrheit verkündet, die Freiheit bewahrt und die Brüderlichkeit unter Russinnen und Russen verstärkt werden soll. In den 1920er Jahren wird auch der Eurasismus als Ideologie zunehmend wichtig. Hier entsteht die Vorstellung einer slawischen Welt, die mit einer gemeinsamen Kultur und Zivilisation gleichgesetzt und demnach als besonders wahrgenommen wird. Eurasismus wird zu einer gemeinsamen politischen Antriebskraft und Abgrenzungsideologie, um sich von Westeuropa zu distanzieren. Die Idee einer besonderen russischen Welt und eines russischen Sonderwegs finden in den Kreisen der neuen Rechten in Russland immer mehr Einklang und erhalten gleichzeitig zunehmend imperialistische Züge. Demnach gilt es, den unverwechselbaren und individuellen Charakter Russlands zu schützen und zu bewahren. Dabei spielt die Authentizität des Volkes eine wichtige Rolle, da sie den ursprünglichen Geist der einzigartigen Kultur und Geschichte Russlands repräsentiert, der unbeeinflusst von äußeren kulturellen Wirkungen wie dem westlichen Modernismus geblieben ist. In der Sowjetunion dient dann aber der Sozialismus mit all seinen komplexen Erklärungen als einendes Band und natürlich mit Russisch als der dominanten Sprache. So, aber dann kommt 1990. Schocktherapie. Einführung der Marktwirtschaft. Wirtschaftskrise. Sowjetunion fällt auseinander. Aber auch der Zusammenhalt der Russischen Föderation wird brüchig. Um als Staat zu bestehen, muss Russland sich neu erfinden, sodass Ruski Mir und die damit einhergehende russische Idee als direkte Antwort auf die damaligen politischen Umbrüche benutzt wird. Nach vielen Jahren atheistischem Sozialismus, ausgerechnet der russisch-orthodoxe Glaube zum Grundpfeiler des russischsprachigen Raums, paart mit fluiden, also oft unscharfen und wandelbaren ideologischen Konzepten, die unterschiedliche Assoziationen hervorrufen sollen. Etwa ab Mitte der 2000er Jahre wird dieses Konzept zunehmend benutzt. Unter Putin erhält es eine territoriale Dimension und wird zum Teil der politischen Sprache. Eine Stiftung Ruski Mir wird gegründet, mit dem Auftrag, die Idee zu verbreiten. Damit geht auch die Idee einher, dass Russland eine aktive Fürsorge und Schutzpflicht für russischsprachige Menschen überall auf der Welt hat. Also Fürsorge und Schutz für
für alle, die russisch sind. Diese Doktrin wird genutzt, um Interventionen zum Schutz der russischsprachigen Bevölkerung zu legitimieren, unter dem Deckmantel der Wahrung der Menschenrechte, die, so die Argumentation, schließlich Vorrang vor territorialer Souveränität haben. So, und jetzt kommt's. Deutung davon, wer als Trägerin oder Träger der russischen Kultur verstanden wird, ist fließend und kann unterschiedliche Gebiete und Bevölkerungen umfassen. Diese Unschärfe ist strategisch. Also zum Beispiel, ich bin russischsprachig, ich spreche Russisch mit meiner Tochter, also könnte man mich theoretisch als Russin akquirieren. Und diese Unschärfe ist strategisch, da sie den globalen Geltungsanspruch Russlands als Kultur- und Großmacht unterstreicht. Je nach außenpolitischem Interesse des Kreml kann eine Region, eine Bevölkerung, ein Bevölkerungsteil als überwiegend russisch deklariert werden. Und schon ist Moskau zuständig und kann sich legitimerweise einschalten. Insgesamt hat das Konzept Russki Mir über die Jahre einen bedeutenden Wandel durchzogen. Von der Sprach- und Kulturpflege zu einer aggressiven Ideologie, die sowohl Grenzverschiebungen als auch Kriege legitimiert. Zunächst wird der Krieg in Georgien im Jahr 2008 mit dem angeblichen Schutz des nahen Auslands legitimiert. Als nächstes die Krim, deren völkerrechtswidrige Annexion 2014 Krim als legitime Wiedervereinigung präsentierte, die den Willen des Volkes darstellte. Aufgrund der geschichtlichen Verbindung zwischen Russland und der Ukraine findet man die Grundelemente der russischen Welt, also die russische Sprache, Geschichte und den Glauben, in der Ukraine natürlich tatsächlich auch repräsentiert. Aus russischer Perspektive wird die Ukraine daher als Teil der russischen Welt empfunden. Und um die Verbindung zwischen beiden Ländern hervorzuheben und die Ukraine Russland anzunähern, wurden über die Jahre gedankliche Konstruktionen aufgebaut, die zum Ziel hatten, ein kollektives Gedächtnis zu festigen. Weil die Ukraine als essentieller Teil der russischen Welt und von Putin somit als bedeutsam für die russische Identität dargestellt wird, repräsentiert eine unabhängige ukrainische Nation eine existenzielle Bedrohung für Russland. Russland hat also erst konstruiert, die Ukraine sei kultureller Teil Russlands und instrumentalisiert diese Konstruktion dann, um den Krieg zu legitimieren. Aufteilung der russischen Welt in unterschiedliche Nationen wertet man als historischen Fehler, den es zu korrigieren gilt. Die größte Gefahr sieht Putin im proeuropäischen Euromaidan und der Maidan-Revolution von 2014, bei der für eine Öffnung der Ukraine sowie für eine wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit der Europäischen Union gekämpft wurde. Russland behauptete, die Revolution sei ein vom Westen finanzierter Umsturz und sah sich daraufhin berechtigt, die Krim völkerrechtswidrig zu annektieren sowie vermeintliche pro-russische Separatisten im Osten der Ukraine zu unterstützen. Auch hier wieder eine Konstruktion, nämlich die vermeintliche Unterdrückung des Russischen, die dann instrumentalisiert wird, um mit allen Mitteln einzuschreiten. Durch den Krieg ist der Begriff russische Welt somit zum Sinnbild für ein Land geworden, das seine Zukunft in der imperialen Vergangenheit sieht. Russki Mir ist Geopolitik, Heimatgefühl, aber auch der Glaube an etwas Heiliges, an etwas Höheres. Und durch die Vorstellung einer spirituellen Einheit des großrussischen Raums wird der Krieg auch als Schutz verfolgter Christinnen und Christen umgedeutet. Damit erklären sich auch die vielen, offenbar ernst gemeinten Äußerungen in der russischen Öffentlichkeit, man befinde sich im Krieg mit dem Antichrist. Russinnen und Russen werden demnach insgesamt als große Gruppe mit verschiedenen Untergruppen verstanden, die eine spirituelle Einheit darstellen, mit einem klaren Zentrum. Moskau. Die Ukraine repräsentiert eine solche Gruppe und darf demnach als ethnografische Gruppe, jedoch nicht als politische Nation existieren. In der Vorstellungswelt von Russki Mir gelten Ukrainerinnen und Ukrainer als Kleinrussinnen und Kleinrussen und sind somit aller politischen Selbstbestimmung beraubt. Durch Vergleiche mit Peter dem Großen sieht Putin seine Aufgabe in der Vereinigung russischer Länder. Zur weiteren Legitimierung behauptet Putin, die Ukraine sei überhaupt erst von Russland kreiert worden. Und behauptet, Russland sei das Vaterland der Ukraine. Russland hätte eine Autoritätsrolle, Verantwortung und Überlegenheit gegenüber der Ukraine, wie ein Elternteil gegenüber seinem Kind. Die Verwestlichung der Ukraine gilt dabei als der Inbegriff des Niedergangs. Damit nutzt er auch Anklänge an die eurasische Ideologie, die ich kurz zu Anfang genannt habe. Russland soll eine imperiale Wiedergeburt feiern durch militärische Aggression.
So viel zur Wirkung von Ruski Mir nach außen. Stellt man auch eine Wirkung im Land fest? Ja, allerdings. Innerhalb Russlands wird ein neuer Wertekonservatismus wiederbelebt, der auf einer christlich geprägten, patriarchalen Herrschaftsform fußt. Diese konservative Gesellschaftstheorie soll sich nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb Russlands von westlichen Wertvorstellungen distanzieren, die als pervertiert und degeneriert dargestellt werden. Nach dem Soziologen und Philosophen Igor Chubais umfasst die sogenannte russische Idee im Gegensatz drei folgende Komponenten: Orthodoxie, Autokratie und Volksverbundenheit. Die Staatsideologie der russischen Welt geht also mit spezifisch geistig-moralischen Werten einher. Was macht jetzt eigentlich diese Stiftung Ruski Mir, von der ich vorhin erzählt habe, die 2007 gegründet wurde, um weltweit russische Kultur und Sprache zu fördern? In einem geistig-kulturellen Gegenentwurf zum Westen werden Minderheitenrechte als Untergang der Volkseinheit verstanden. Nach Ansicht der russischen Regierung müssten die traditionellen Werte Russlands, die konträr zu den Werten des Westens sind, bewahrt werden, da sie für die moralische Souveränität der russischen Welt stehen. Davon sind insbesondere queere Menschen betroffen. Der Zweck einer institutionellen und politisierten Homophobie und der Versachlichung der Tradition besteht nicht nur darin, symbolische Grenzen zwischen der russischen Kultur und dem Westen zu ziehen, sondern auch darin, einen klaren Feind im Inneren zu konstruieren, und zwar LGBTQI+ Menschen. Durch die Verletzung der Rechte dieser vermeintlichen Feinde hofft Russland, die nationale Identität und religiöse Gefühle zu stärken. Mit der kürzlichen Ausweitung des Gesetzes über die sogenannte LGBT-Propaganda aus dem Jahr 2013 verschärfte Russland die Verfolgung queerer Menschen erneut. Seitdem werden jegliche positiven Darstellungen homosexueller Liebe unter Strafe gestellt. Von den neuen Gesetzen betroffen sind beispielsweise Beiträge in sozialen Medien, aber auch Inhalte von Büchern, Filmen, Medien und Werbung. Bislang galt das 2013 erlassene Verbot nur für Äußerungen und Darstellungen, die in Anwesenheit von Minderjährigen erfolgten. Nun wurde der Verbotskatalog für Minderjährige ebenfalls erweitert. Und zwar dürfen Minderjährige inzwischen keinerlei Informationen über Geschlechtsangleichungen erhalten, da sie sonst dadurch zu einem solchen Schritt ermutigt werden könnten. So die offizielle Begründung. Bei Verstößen gegen die neuen Regelungen drohen hohe Geldstrafen. Für Bürgerinnen und Bürger bis zu 200.000 Rubel, das sind so 3.200 Euro. Und für Unternehmen und Organisationen bis zu 5 Millionen Rubel, also knapp 80.000 Euro. Kinofilmen wiederum soll die Verleihlizenz verwehrt werden, wenn sie aus Sicht der russischen Justiz nicht traditionelle sexuelle Beziehungen fördern. Mithilfe von Gesetzen, die jene traditionellen Werte bewahren sollen, darunter fallen auch homophobe Gesetze, hat sich die russische Regierung sowohl in der Region als auch weltweit als eine wichtige ideologische Kraft positioniert. Die russische Ideologie findet in den postsowjetischen Ländern großen Anklang. Die Entstehung, Entwicklung und Besonderheiten nationaler ideologischer Strukturen sind jedoch nach wie vor heikle und komplexe politische Prozesse. Gleichzeitig hat die russische Welt ebenfalls Auswirkungen auf das nationale Selbstverständnis von Russinnen und Russen und hat insbesondere seit Beginn des Krieges xenophobe Tendenzen innerhalb der Gesellschaft zum Vorschein kommen lassen. So wurde von Diskriminierungen gegenüber Ausländerinnen und Ausländern immer häufiger und institutionalisierter berichtet. Gleichzeitig sind die ersten, die an die Front geschickt werden, bis heute junge Männer, die ethnischen Minderheiten der Russischen Föderation angehören. Während also einerseits deren vaterländische Pflicht betont wird, werden sie von genau diesem Vaterland als Menschen zweiter Klasse behandelt. Eine Doppelmoral, die durch das Ruski Mir-Konzept problemlos hingenommen wird. Strich drunter, ich glaube, man kann insgesamt festhalten, dass Ruski Mir eine bedeutende Grundlage für sowohl innen- als auch außenpolitische Ziele darstellt. Und der Krieg? Sollte Russland die derzeit besetzten Gebiete behalten können, könnte sich Wladimir Putin darauf berufen, das neue Russland von Katharina II. Teilweise wiederhergestellt zu haben. Mit so einer selektiven Geschichtserzählung erweckt er den Anschein von Linearität, wonach die Rückeroberung der Ukraine der Beseitigung historischer Irrtümer gleichkommt.
Er würde gleichzeitig die Vorstellung bekräftigen, dass bewaffnete Aggression sich auszahlt, wie es der britische Historiker Timothy Garton Ash kürzlich formulierte. Wenn wir uns das Konzept von Ruski Mir ansehen, dann wird klar, der Überfall auf die Ukraine ist für Russland nur der Beginn seiner imperialistischen Strategie. Es ist wichtiger denn je, dem ein Ende zu setzen. Solange Russland sein Ziel, neue Gebiete in der Ukraine zu erobern, nicht aufgibt, haben Friedensgespräche kaum eine Chance, etwas zu bewirken oder zu erreichen. Die Geschichte zeigt, dass Beschwichtigungspolitik Aggressoren nur stärkt und ermutigt. Die zahllosen Kriegsverbrechen, die die russische Armee verübt, hängen zudem stark damit zusammen, dass Russland seine brutale Vergangenheit nie richtig aufgearbeitet hat oder die Konsequenzen seines Handels tragen musste. Um zu gewinnen, braucht die Ukraine daher unsere volle Unterstützung. Militärisch, politisch, moralisch und finanziell. Ein ukrainischer Sieg bedeutet einen russischen Rückzug aus der Ukraine. Er bedeutet eine unabhängige, demokratische und vollständige Ukraine, die frei über ihre Außenpolitik und über ihre Bedürfnisse entscheiden kann. Der ukrainische Sieg bedeutet auch, dass die Kriegsverbrecher, einschließlich derjenigen, die für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine verantwortlich sind, voll zur Rechenschaft gezogen werden.